sich das Gedicht noch gründlicher ansehen möchte, der kann es gleich tun. Ich werde es noch mehrfach einblenden. Ich möchte vorab ein paar Takte sagen zu meiner neuen Playlist, die ich mit diesem Gedicht von Demel, Manche Nacht, einrichte. Sie heißt also Mystische Dichtungen und in ihr kommen kleinere Werke. Spreche ich kleinere Werke an, 12 Zeiler oder vielleicht Sonette, was auch immer. Also keine umfangreichen Werke oder keine Dichter, die ich in ihrer Gesamtheit anspreche, sondern wie gesagt kleinere Werke. Und hier ist es Manche Nacht von Richard Demel, der jetzt ja nicht wie Hesse oder Rilke ein ausgesprochen esoterischer oder esoterisch orientierter Dichter ist. Aber er hat trotzdem ein spirituelles Bewusstsein, möchte ich sagen, hat mehrere Gedichte zur Jesusgestalt geschrieben, hat mehrere Gedichte oder zahlreiche Gedichte zu Maria geschrieben und zur Venus. Und eines dieser Gedichte, das hat ihm im Übrigen eine Verurteilung wegen sittlicher und religiöser Verunglimpfungen, so ähnlich heißt es da, glaube ich, eingetragen. Das hat ihn dann aber auf der anderen Seite richtig populär gemacht. So populär unter anderem wie die Tatsache, dass er sich 1914 freiwillig als 51-Jähriger in den Ersten Weltkrieg gemeldet hat. Also es gibt Stationen in seinem Leben, die sind wirklich aufsehenerregend und bemerkenswert. Wie gesagt, er ist kein ausgesprochen, was man so als esoterischen oder spirituellen Dichter ansehen würde, aber er hat ein gewisses Bewusstsein und dieses Gedicht ist für mich, ich möchte fast sagen, phänomenal. Vielleicht noch ein paar Aussagen zu dem Begriff der Mystik. Also mit Mystik verbinde ich eine ganz intensive Hinwendung, eine Verbindung nehmen von der Erde zum Himmel. Oder von der Erde ins eigene, tief ins eigene Innere. Wir denken da an Mystiker wie Teresa von Avila, Johannes von Kreuz oder Meister Eckhart. Wenn der heute noch predigen würde, dann würde ich wahrscheinlich jeden Sonntag in die Kirche gehen, weil ich finde seine Predigten phänomenal. Also eine ganz große Intensität in Bezug auf das Suchen nach Gott, nach dem Ewigen. Aber die Mystik hat ganz große Gefahren und das verkennen relativ viele Leute. Wer sich der Mystik zuwendet, wer sich sozusagen, ich glaube bei dem Anthroposophen Steiner habe ich das gelesen, genau, der spricht vom sich wundbeten. Wer also einfach in seine Gefühle hineingeht und betet und betet und mystisch wird, ja, alles um sich herum vergisst, in die Ekstase geht, der ist meines Erachtens auf dem falschen Weg. Weil der Weg des Menschen geht dahin, sich Bewusstsein zu verschaffen. Also es geht nicht mehr wie darum, wie früher die Priesterinnen in Griechenland in irgendwelche Trance zu fallen und dann irgendetwas zu stammeln oder in Trance irgendwelche Botschaften zu vermitteln, sondern es geht um ein eigenständiges, klares Bewusstsein, auch in Bezug auf Himmel und Hölle. Es geht ja nicht nur um den Himmel, es geht ja auch um die eigenen Gefühle und um das eigene Innere. Und da sieht man ja zum Beispiel auch, was der Taucher, der Edelknabe in Schilers der Taucher gesehen hat, als er in diese Tiefen hineinguckt und da diese Untiere sieht und ahnt, dass es da unendlich tief und weit geht. Und das ist ja wirklich ein Bild der Seele, was da vor uns entworfen wird und was ich ja auch im Rahmen meines Balladenvideos angesprochen habe. Und stellen wir uns vor, man kann da runter gucken und sieht ein riesengroßes Gequirle, alles diffus. Oder man kann versuchen, den Blick dahin zu wenden und zu sehen, was ist da eigentlich genau los? Da ist das Untier, da ist das Untier, da gibt es die Ebenen. Genauso mit dem Himmel. Man kann ekstatisch in den Himmel sehen oder man kann sehen, hui, der hat 7 Ebenen und jede dieser 7 Ebenen hat nochmal 7 Ebenen. Und ich entdecke auf einer dieser Ebenen die platonischen Ideen und was da alles gibt. Also man kann einen klaren Blick versuchen zu werfen
Und dieser klare Blick ist nur möglich, wenn man in sich selber Klarheit schafft. Also wer mystisch werden will und selber mit seinem subjektiven Empfinden und Gefühle sind ja ein subjektives Empfinden, wer da keinen klaren Blick hat und keine Ordnung geschaffen hat in seinem Inneren, der gerät auf einen ganz gefährlichen Weg. Weil er kommt sich vielleicht heilig vor und vermittelt dieses Gefühl auch den anderen und die anderen verstärken womöglich das Gefühl, vielleicht sieht er ein bisschen hell, empfängt Bilder und vermittelt die und die anderen denken, oh, hellsichtig. Ja. Aber in Wirklichkeit kommt es aus einer großen Unklarheit heraus. Es ist auf dem mystischen Weg eigentlich eher besser, wenn man sich später dem Spirituellen zuwendet und vorher eine ganz große Klarheit in sich selbst herstellt. Also das hat ja zu tun mit den Gefühlen natürlich, aber dieser Weg ist ja auch gekennzeichnet von Moral und von Tugend. Das ist ja das, was so negativ an der 68er Bewegung und ihrer Folge war, dass man natürlich diese überalterte Moralvorstellung und diese starren Tugendvorstellung, dass man die hinweggefegt hat, aber man hat gleichzeitig das Positive der Tugenden und das Positive der Moral hinweggefegt. Und wir erkennen heute, dass unsere Gesellschaft haltlos geworden ist, dass die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen sich nicht mehr an Tugenden orientieren. Aber wer auf diesem Weg ist, auf diesem spirituellen Weg, der geht auf den Stufen, auf der Stufenleiter der Tugenden, eine nach der anderen, kultiviert er sozusagen in sich und bringt sie in sich zur Klarheit. Und wer diese Klarheit nicht in sich hat und mystisch wird, der versumpft in den eigenen Gefühlen. Und da steckt er in aller Regel fest. Also es geht nicht um irgendein Dunkel der Gefühlswelt, das man irgendwie versucht zu spiritualisieren und zu veredeln, sondern es geht darum, dass man intensiv strebt, das mag ich an der Mystik, aber dass man das in Klarheit tut. Es mag früher anders gewesen sein, aber der Weg der Menschen, der geht wirklich dahin, dass sie etwas mit Bewusstsein tun. Und wenn ich von Mystik spreche, dann meine ich diese klare Mystik, die also nicht die Erdenwirklichkeit vergisst und abhebt oder sich abschließt im Kämmerchen und nichts mehr wissen will. Das ist nicht der Weg. Und der Richard Demel hat es auch übrigens ganz und gar nicht gemacht. Im Gegenteil, der stand voll im Leben. Das hat ihm am Nietzsche gefallen, dass er das Leben packen wollte. Und das Leben, das hat er auch gepackt. Und sein Hauptthema ist natürlich das Verhältnis von Mann und Weib. Er spricht immer von Weib, nicht von Frau. Darum geht es ihm vielfach. Er hat auch einige soziale Gedichte geschrieben. Über die ist er vor allen Dingen bekannt geworden. Also er hat da gibt es Berichte dazu, vor mehr als 1000 Arbeitern auch seine Gedichte vorgetragen, zusammen mit anderen. Die sind auch gesungen worden, zum Beispiel in dem berühmten Münchner Kabarett, ich glaube, das heißt die 11 Scharfrichter, das war damals deutschlandweit bekannt, das sind seine Lieder, seine Texte gesungen worden. Das ist ein Berliner Kabarett, glaube ich, gewesen, das Münchner hieß, glaube ich, Überbrettel. Und auch da wurden seine Lieder und Texte gesungen. Also er war bekannt und er war zu seiner Zeit tatsächlich eine literarische Instanz. Also er hat Kontakt gehabt zu den führenden Dichtern der damaligen Zeit. Er ist zu Lilienkron in die Umgebung, in die häusliche Umgebung gezogen. Er hat Kontakt gehabt mit Hoffmannsthal, mit Rilke, mit anderen. Also man hat ihn wirklich gekannt. Und er stand im Leben. Und das wird deutlich daran, dass er eben, wie ich glaube schon angesprochen habe, 1914 sich als 51-Jähriger freiwillig in den Weltkrieg gemeldet hat. Er hat deutsch-nationale Gedichte geschrieben. Er war Burschenschafter, also was man heute als erzkonservativ und gefährlich einstufen würde. Das muss man auf dem Hintergrund der damaligen Zeit sehen. Also wenn man heute von Landsmannschaften und Burschenschaften im universitären Bereich spricht und sieht, wann sie gegründet worden sind, nämlich in der Vormachtszeit 1848, dann war dieses Deutsch-Nationale, das war sogar progressiv. Man mag es nicht glauben, aber diese Leute waren fortschrittlich,
Warum? Deutschland war zersplittert in viele, viele Einzelstaaten, über 30. Und jeder dieser Fürsten hat gemacht in seinem Land, was er wollte. Und wenn jemand Handel treiben wollte und vom Bodensee nach Flensburg musste, dann musste er, ich weiß nicht wie oft, Zoll zahlen. Das war unmöglich. Und jeder Fürst ist mit der Zensur umgegangen, wie er wollte. Also es waren schreckliche Zustände in Deutschland. Und dass man da ein Deutschland wollte, ein Deutschland, Deutschland über alles, ein gesamtes Deutschland, das war damals tatsächlich politisch fortschrittlich. Heute ist es nicht der Fall, wenn jemand Deutschland, Deutschland über alles singt. Wir wissen warum. Aber selbst zu Demelszeiten, ohne diese Erfahrung des Ersten und Zweiten Weltkriegs, war es immer noch durchaus gängig und keineswegs so negativ. Also diese Seite hat er jedenfalls auch. Und er hat gelebt und er hat Zugriff auf das Leben gehabt, dieser Mann. Dennoch hat er auch ein spirituelles Bewusstsein gehabt. Und in einem Gedicht kommt es eben besonders zum Ausdruck. Ich habe das kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Da wurde es für die zentralen Prüfungen zum Abschluss der 10. Klassen in Baden-Württemberg am Gymnasium als eine der Prüfungsaufgaben gestellt, eine Interpretation von Manche Nacht. Und natürlich konnten die Schüler nicht annähernd das so interpretieren, wie ich das jetzt für sie tue, aber da habe ich dieses Gedicht kennengelernt. Und es beginnt also: wenn die Felder sich verdunkeln, fühle ich, wird mein Auge heller. Es ist wichtig, das möchte ich vorab noch sagen, dass wenn wir uns Gedichten zuwenden oder einem Werk überhaupt, dass wir auch die äußere Form beachten. Also wenn wir einen Menschen sehen, dann leiten wir ja auch von der äußeren Form her, dessen, was wir wahrnehmen, mit den Sinnen, ganz viel Inneres ab. Wir hören, wie er spricht, wir nehmen womöglich an, wie er riecht, wir sehen, wie er gekleidet ist, wie er mit den Händen arbeitet, wie er geht, wie er steht. All das sind Faktoren, die nehmen wir wahr und wir ziehen in gewisser Weise auch Schlüsse daraus. Und bei dem Gedicht ist es genauso. Das Demel-Gedicht ist ganz schlicht und einfach gehalten. Wenn wir einen Blick drauf werfen, dann sehen wir, es ist im Kreuzreim geschrieben, also verdunkeln reimt sich auf funkeln und heller auf schneller, ganz traditionell. Dann sind es weibliche Endungen, nennt man das, also die vorletzte Silbe jeweils ist betont, also dunkeln, heller, funkeln, schneller. Wenn ein Gedicht mit männlichen Endungen endet, dann wirkt es auch entsprechend härter. Es ist im Trocheus geschrieben, der Trocheus ist ein Versfuß, wo eine unbetonte Silbe einer betonten folgt. Hier ist es auch so. Also es beginnt mit einer betonten, wenn die Felder sich verdunkeln. Ich habe es markiert. Fühle ich, wird mein Auge. Das ist ein ganz anderer Versfuß als der Jambus. Der Jambus zum Beispiel, der findet sich in Der Mond ist aufgegangen. Das kommt ganz anders getragen. Daher der Mond ist aufgegangen. Der Jambus ist eher ein getragen wirkender Vers. So kann er jedenfalls merken. Oder ich bete an die Macht der Liebe. Hier ist es anders. Der Trocheus ist immer etwas nach vorne gehend, vorwärts schreitend. Interessant bei diesem Gedicht ist auch in dieser Strophe, dass er zuerst also auf die Erde sieht und die Felder werden nicht irgendwie mit einer Dunkelheit übergossen, sondern das heißt, sie verdunkeln sich selbst. Also sie sind wie ein Wesen, das in der Lage ist, sich selbst zu verdunkeln. Wenn man das genau nimmt und so hinhorcht, wenn die Felder sich verdunkeln, und jetzt wendet er sich von den Feldern weg, von der Natur, hin zu dem sogenannten lyrischen Ich, wie man das Ich, wenn es in der Lyrik auftaucht, nennt. Dieses lyrische Ich fühlt, wie sein Auge heller wird. Kann man ein Auge, es ist von einem Auge die Rede, interessanterweise, nicht von zwei. Wir wissen ja, dass es in der Esoterik die sogenannten Chakren gibt und dieses sogenannte dritte Auge, das hier an der Nasenwurzel sieht, das eine ganz bestimmte Funktion hat. Interessant ist, dass er von einem Auge spricht. Also das Auge, mit dem man auch gegebenenfalls hell sieht, innerlich, mit Bewusstsein. Und er fühlt, dass sein Auge heller wird. Kann man
das Hellerwerden eines Auges fühlen? Demel formuliert es so. Wenn die Felder sich verdunkeln, fühle ich, wird mein Auge heller. Und dann wendet er sich in den Kosmos hin und sagt, schon versucht ein Stern zu funkeln und die Grillen wispern schneller. Das Gedicht endet mit einem Adjektiv im Komparativ. Ich nehme das mal vorweg. Alle Gedichte, alle Adjektive in diesem Gedicht stehen im Komparativ. Also es geht immer steigernd vorwärts. Ich wollte nur ansprechen, dass also bei dem Verdunkeln der Felder die Sinne des Sehen angesprochen ist. Im zweiten Vers ist das Fühlen angesprochen, in der dritten Zeile wieder das Sehen und im vierten das Hören. Wir sprechen, wenn verschiedene Sinne angesprochen sind, von Synästhesie. Das meint, wenn jemand als Mensch, als Gesamtwesen erfasst wird, dann sind nicht nur ein Sinn zugange, sondern es sind viele Sinne zugange. Und hier ist es auch der Fall. Also eine bemerkenswerte Strophe, so einfach sie ist. Es folgt die zweite Strophe und ich blättere um. Da heißt es, jeder Laut wird bilderreicher, das Gewohnte sonderbarer, hinterm Wald der Himmel bleicher, jeder Wipfel hebt sich klarer. Eine genauso bemerkenswerte Strophe. Einmal dieses anaphorische Jeder, das in der vierten Zeile wieder aufgenommen wird. Wenn jeder angesprochen ist, alles umfassend, dann sind wir in einem Geschehen, das also wirklich immer umfassender wird, eben weil auch alle Adjektive im Komparativ stehen, in der ersten Steigerungsstufe. Bilderreicher, sonderbarer, gleicher, klarer. Alles ist im Steigern begriffen. Und stellen wir uns vor, dass ein Laut ein Bild evoziert. Also auch hier sind verschiedene Sinne angesprochen. Und dennoch würden die Konturen immer schärfer, obwohl alles immer umfassender wird. Also eine ganz bemerkenswerte Strophe. Und du merkst es nicht im Schreiten, wie das Licht verhundertfältigt, sich entringt den Dunkelheiten, plötzlich stehst du überwältigt. Wir haben auch hier wieder ein sich entringen, also auch das Licht hat eine eigenständige Fähigkeit, es kann sich entringen. Aber bemerkenswert ist ja, dass er sagt, und hier ist ja auch eine zum ersten Mal der Leser direkt angesprochen, Demel sagt, und du merkst es nicht im Schreiten, wie das Licht verhundertfältigt. Das ist deshalb bemerkenswert, weil es Bezug nimmt eigentlich auch auf ein spirituelles Geschehen. Wenn Menschen Interesse haben an einer spirituellen Entwicklung, dann schauen sie sehr oft, was sich da in ihrem Innern tut und sie vergleichen sich auch sehr oft mit anderen. Also ich habe das in diesen entsprechenden Gruppierungen immer wieder bemerkt, dass man sofort taxiert wird, wie weit ist er in seiner Entwicklung und was kann er und so weiter und so fort. Also ich habe das immer wieder wahrgenommen. Aber hier plädiert eigentlich der Demel im Grunde genommen, da, geh einfach zu. Und dann sagt er, du merkst es gar nicht, wenn du ganz normal schreitest, dass das Licht auf einmal sich verhundertfältigt. Man könnte auch sagen, es explodiert. Und er benutzt das schöne Wort, verhundertfältigt, sich entringt den Dunkelheiten, plötzlich stehst du überwältigt. Natürlich gibt es Menschen, die von diesen Ereignissen berichten, von denen wir auch wissen. Also wir denken natürlich an Paulus vor Damaskus. Und in diesem Moment, als er, ich glaube, in der Apostelgeschichte, ist sogar die Ebene des Himmels angesprochen. Ich glaube, im zweiten oder dritten Himmel heißt es da, in diese Ebene des Himmels sieht, da nimmt er wahr, dass es tatsächlich wahr ist, was die Menschen sagen. Und dann geschieht etwas eben mit ihm, diese berühmte Buße, Metanoia heißt es da im Griechischen, also eine Umkehr, eine Sinneswandlung, muss es eigentlich heißen. Der Ausdruck, die Übersetzung von Luther ist vielleicht nicht ganz glücklich, es ist ein Sinneswandel. Der tritt bei ihm schlagartig ein. Aber wir haben dieses Geschehen auch immer im Kleinen, also auch bei uns, dass uns auf einmal ein Licht aufgeht oder dass uns etwas auffällt. Oder dass uns jemand sagt, sag mal, was ist eigentlich mit dir? Oder wir lesen ein Buch
wo uns etwas Wichtiges auffällt. Also ich erinnere mich, dass ich mal ein Buch gelesen habe, damals aus der Männerbewegung, ich glaube von Volker Pilgrim hieß es, und der unterscheidet vier Formen des Verhältnisses des Mannes zur Frau. Und eine dieser Ebenen ist, wenn der Mann eine Beziehung zu einer Frau hat und er hat zu ihr eine Beziehung wie zu einer Mutter. Und damals ist mir schlagartig. Ich weiß noch genau, wo ich gelegen bin und wie das Bett aussah, auf dem ich das Buch gelesen, schlagartig bewusst geworden, dass ich diese Beziehung habe. Das kann also wirklich schlagartig, geht einem ein Licht auf. Oder mir ist, war mal in einem Vortrag im Hospitalhof in Stuttgart, da hat ein Professor über Gott gesprochen und hat da sein Gottesbild entworfen. Und ich habe bei mir gedacht, was erzählt der Mann eigentlich? Was erzählt er die ganze Zeit? Und ich habe dann in der anschließenden Diskussion zu ihm gesagt, das war aber Ihr Gott, den Sie da dargelegt haben. Das war nicht mein Gott. Und im Zuge auch dieses Vortrags ist mir bewusst geworden, richtig bewusst, was mir vorher schon klar war als Kind, im Grunde genommen, oder was ich da im Grunde genommen unbewusst wahrgenommen habe, die Menschen um mich herum, und ich bin in einer sehr religiösen Umgebung aufgewachsen, die sprechen immer von Gott. Aber dieser Gott, das ist eigentlich ihr eigenes Inneres. Also wenn die Menschen streng waren mit sich und ihrer Umgebung, dann war ihr Gott auch streng. Und ich habe das später festgestellt, es gibt Menschen, die können einfach keine klaren Entscheidungen treffen, die können sich auch nicht unbeliebt machen, die haben sehr oft einen Gott, auch dieser Gott versteht alles. Und er ist so umfassend und er liebt alles. Und wir wissen aber, dass der Gott auch sehr deutlich werden kann und klar. Und ich möchte mal sagen, mit einem Adjektiv auch hart, so kommt es uns jedenfalls vor. Also es gibt nicht nur diesen angeblich liebenden Gott. Dieser Gott, so habe ich festgestellt, der entspricht auch dem eigenen Inneren. Ein Phänomen, das wir übrigens auch bei Rilke in seinen Gedichten immer wieder sehen und das wirklich bemerkenswert ist. So haben wir Erkenntnisse, die sind wichtig, dass wir vielleicht nicht unbedingt so das Gefühl haben, wir sind jetzt total überwältigt, aber wir haben eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir können also dieses große Erlebnis haben, wie der Paulus. Wir können aber auch kleinere haben, die sind nicht minder wichtig. Ich weiß nicht, ob die Schüler, die damals Ende der 10. Klasse das Gedicht interpretierten, ob die in der Lage waren, am Schluss auf die Lichtsymbolik zu sprechen zu kommen. Vielleicht der ein oder andere schon, der aus religiösem Elternhaus kam, dem war vielleicht bewusst, dass in der Bibel das Licht, einfach das Licht der Sonne, auch mit Christus gleichgesetzt wird und immer wieder auch in der Bibel Lichterlebnisse geschildert werden. Vielleicht hat auch der ein oder andere hingewiesen darauf, dass in der Zeit der Aufklärung, also in der Zeit, als Kant und Lessing lebten, ja der Verstand als Licht auch bezeichnet wurde. Da begann ja die Zeit, wo die Menschheit verwechselt hat, den Geist, den göttlichen Geist mit dem Intellekt, mit dem Geist des Menschen. Ob das dem einen oder anderen gelungen ist, weiß ich nicht. Fest steht, dass Demel davon spricht, dass dieses Geschehen manche Nacht geschehen kann. Es geschieht nicht immer, aber doch ab und zu manche Nacht. Man könnte noch weitergehen, wenn man über die Nacht spricht und zum Beispiel auf das Verhältnis Goethes zur Nacht zu sprechen zu kommen. Wir erinnern uns, im Faust, da hat Goethe ja gerade, hat Faust gerade versucht, Selbstmord zu machen und ist durch die Klänge des Ostersonntages davon zurückgehalten worden und geht dann später mit seinem Famulus, seinem Diener, abends über die Felder. Und dann heißt es bei ihm: Verlassen habe ich Feld und Auen, die eine tiefe Nacht bedeckt. Moment, ich muss mal meine Brille aufsetzen, dann kann ich es besser lesen. Verlassen habe ich Feld und Auen, die eine tiefe Nacht bedeckt, mit ahnungsvollem heilgem Grauen in uns die bessere Seele weckt. Entschlafen sind nun wilde Triebe mit jedem ungestümen Tun.
Es regt sich die Menschenliebe, die Liebe Gottes regt sich nun. Und dann heißt es ja weiter, sei ruhig, Pudel, renne nicht hin und her. Wir wissen ja im Faust, dass als die beiden zurückkommen, sie ein Pudel in Kreisen umzieht und es stellt sich später heraus, dass es also Mephistopheles ist, wenn man so will, ich sage jetzt der Einfachheit halber mal der Teufel, der sich ja dann auch im Zimmer zeigt. Also der Goethe zeigt hier wunderbar auf, dass auf der einen Seite es diesen Aspekt gibt, dass in der Nacht sich die bessere Seele zeigt, aber die Nacht auch immer Gefährdungen beinhaltet, eben auch diesen Mephisto, den Teufel. Und da heißt es dann ja später weiter, ach, wenn in unserer engen Zelle die Lampe freundlich wieder brennt, dann wird es in unserem Busen helle, im Herzen, das sich selber kennt. Vernunft fängt wieder an zu sprechen und Hoffnung wieder an zu blühen. Man sehnt sich nach des Lebens Bächen, ach, nach des Lebens Quelle hin, in der Nacht. Aber auch hier geht es sofort weiter, knurre nicht, Pudel. Also immer ist der Pudel auch in der Nacht dabei und wir müssen eben als Menschen lernen, mit ihm umzugehen. Das ist ja unsere große Aufgabe. Das ist ja auch das, was Goethe im Zusammenhang mit seinem Faust so großartig aufzeigt. Ich mache ja, hoffe ich, das eine oder andere Video noch auch zum Faust. Und man könnte die Sache natürlich noch vertiefen, indem man darauf hinweist, dass in den Mysterienschulen des Altertums von der Sonne um Mitternacht die Rede ist, also in der Nacht. Da wurde der Mysterienschüler in die Lage versetzt, durch die Erde hindurch die Sonne um Mitternacht zu sehen. Er hat also nicht die äußere Sonne gesehen, sondern hat die geistige Sonne gesehen. Und schon in der Zeit vor Christus wusste man in den Mysterien um Christus selbst. Und man hat auch erkannt, was das bedeutete, als das Blut von Jesus die Erde berührt hat, als sozusagen das Erden-Ich mit dem Christus-Ich in Verbindung trat. Das ist ein Wissen, das ist mit Sicherheit in den Dokumenten im Vatikan niedergelegt. Und die Leute wissen das alles auch ganz genau, aber darüber geschrieben oder gesprochen wird nicht. Und die Leute werden weiterhin für dumm verkauft. Wir wissen aber, dass es natürlich in der Nacht um die geistige Sonne geht und dass im Sommer die äußere Sonne sehr stark ist, aber im Winter eben die geistige Sonne immer stärker wird in ihrer Wirkung auch und immer mehr zu sehen ist. Das ist ein anderer Aspekt, der mit der Nacht zu tun hat, aber der gehört weiter hier nicht her. Ich wollte es aber erwähnt haben. Ich möchte zum Abschluss noch auf eine Aussage zu Demel hinweisen, die ich gefunden habe in der Webseite Deutsche Biografie. Und da heißt es unter anderem von Demel folgendermaßen: Der Mensch im Überschwang ist eine Forderung Demels. Was den Menschen entzückt, entsetzt, empört, das erlöst ihn, weil es ihn außer sich bringt, weil es ihn mit Leben erfüllt, so sagt Demel selbst. Stets mischt sich bei ihm jedoch nüchterne Reflexion mit ein. Demel nennt das seine erzgründliche Inbrünstigkeit. Also das ist ganz wichtig, dass er auf der einen Seite sagt, was den Menschen entzückt, entsetzt, empört, das erlöst ihn, weil es ihn außer sich bringt. Und auf der anderen Seite ist ihm die erzgründliche Inbrünstigkeit wichtig. Und dann heißt es hier weiter, beeinflusst ist er unter anderem von Nietzsche und Wedekind. Wedekind war ja der Autor, der Frühlingserwachen geschrieben hat, dieses Buch, das auf deutschen Theatern damals gar nicht gespielt werden durfte, dessen Veröffentlichung er, soviel ich weiß, in der Schweiz selbst finanziert hat und das die Sexualmoral der damaligen Zeit deutlich offenlegte und das Schicksal von Jugendlichen im Zusammenhang mit ihrer Sexualität, die sie nicht ausleben konnten. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass es noch 2010 ein Lehrer in der Schweiz erhebliche Schwierigkeiten bekam, weil er in seinem Unterricht Frühlingserwachen gelesen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also beeinflusst ist er unter anderem von Nietzsche und Wedekind. Er geht wieder die erstarrten Konventionen
vor allem der Sexualmoral an und wirkt hier weit über das Ende des Ersten Weltkriegs hinaus. Andererseits legt jedoch Demel auch auf Ordnung und Pflicht des Geistes starken Nachdruck. Das ist wichtig. Er legt also auf Ordnung und Pflicht des Geistes starken Nachdruck. Er sagt, ich will ergründen alle Lust. Und es wechselt mit dem Anruf, du sollst dich selbst erziehen. Sinne und Geist in ein humanes Gleichgewicht zu bringen, Herrschaft über die eigenen Ekstasen, waren wohl Demels innerste Absicht, so heißt es hier. Er glaubte an eine Mission des Dichters und die schöpferische Macht seines Wortes und hat den Mut dazu bei den Jüngeren geweckt. Der Neuansatz der deutschen Lyrik zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist in hohem Maße ihm zu danken. Also Stichwort Expressionismus, Else Lasker Schüler, Drake, Gottfried Benn. Also das sind wichtige Stichworte, die auch den Kreis zu dem, was wir über die Mystik gesagt haben, schließen. Wenn auf der einen Seite der Demel, wenn ihm wichtig ist, dieses Ausleben, das Leben erfassen, die Gefühle in ihrer vollen Gültigkeit zu erfassen. Auf der anderen Seite ist es ihm aber wichtig, sich selbst zu erziehen, und Ordnung und Pflicht sind ihm wichtig. Das sind die Punkte, die ich auch angesprochen habe. Es kann nicht darum gehen, dass jemand, der auf dem geistigen Weg unter ist, den Gefühlen ausweicht, weil er Angst vor ihnen hat oder sie nicht lebt. Wer dann diesen spirituellen Weg geht und mit so schwachen Gefühlen dann den geistigen Weg betritt, der kommt sozusagen im Jenseits an ohne Arme und Beine. Das ist in dem Sinn kein Mensch, der wirklich lebt. Wir müssen uns den Gefühlen zuwenden und sie leben und sie ergründen, auch in uns. Aber wir müssen mit ihnen umgehen lernen. Und Demel selbst spricht von Ekstase. Er war in gewisser Weise auch ein ziemlich ekstatischer Mensch. Und muss bedenken, er war in erster Ehe mit Paula Oppenheimer, hieß sie, glaube ich, verheiratet, hat mit ihr einen Sohn, glaube ich, und zwei Töchter gehabt und noch einen Adoptivsohn, also insgesamt 4 Kinder. Und dann hat er sich unglaublich in eine Frau verliebt, die hieß Ida, ich weiß nicht, ob sie Ida Auerbach oder so ähnlich hieß, hat sich dann scheiden lassen, seine erste Frau. Mit der hat er sogar Kinderbücher geschrieben, das war eine Märchendichterin. Also sie müssen eigentlich auch eine gewisse Affinität gehabt haben, aber trotzdem hat er sich der anderen Frau zugewandt. Er hatte also wirklich das Leben gelebt und natürlich kann man auch sehen, dass er da 4 Kinder zurückgelassen hat mit seiner Frau. Aber in seiner Dichtung steht immer im Mittelpunkt der Mensch und sein Leben in Gefühlen. Und gerade mit einem seiner Werke, ich weiß nicht, ob es 1906 oder 1903 erschienen ist, Zwei Menschen, da wird es so unglaublich deutlich. Das ist ein Roman in Romanzen, also Romanzen sind im Grunde genommen Balladen und der besteht bei ihm aus 3 Teilen und ich habe mir sogar irgendwo aufgeschrieben, wie diese Teile lauten. Moment, vielleicht habe ich den Zettel hier, ja. Die Erkenntnis heißt die erste Abteilung, er nennt sie Umkreise, die Erkenntnis, die Seligkeit, die Klarheit. Und man muss sich vorstellen, jeder dieser Umkreise bestand aus 36 Romanzen und jede dieser Romanzen bestand aus 36 Zeilen bzw. Versen. Das heißt also, dieser Roman bestand sozusagen aus 108 Romanzen, 108 Balladen. Und das sind um die 3800 Verse. Also so umfassend hat er sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und wenn man noch die letzten 3 Romanzen der letzten Abteilung liest, dann wird deutlich, mit welcher Inbrunst dieser Mann geschrieben hat, wie er sich übrigens auch mit Gott auseinandergesetzt hat. Also in der vorletzten Romanze, da wird ein Gottesbild gezeichnet, das hätte sicherlich... hätten sicherlich die meisten Theologen nicht vorgelesen, was da vorkommt. Und ich habe ja auch schon erwähnt, dass er angeklagt worden ist wegen seiner religiösen Äußerungen.
Also dieser Mann hat das Leben wirklich gelebt und es wird auch immer wieder deutlich. Ich möchte zum Abschluss ein Gedicht noch von ihm vorlesen und werde es auch am Schluss noch einmal einblenden, dass du es noch mal nachlesen kannst. Das ist ein Gedicht, das ist überschrieben Liebe. Und es ist, finde ich, sehr bezeichnend für ihn, weil es sehr tief geht und wirklich anspruchsvoll ist. Man muss sich sehr konzentrieren. Es heißt, du sahst durch meine Seele in die Welt. Es war auch deine Seele. Still versanken im Strom des Schauens zwischen uns die Schranken. Es ruhten Welt und du in mir gesellt. Dein Auge sah ich liebevoll erhellt, Erleuchtung fluteten, Erleuchtung tranken, zusammenströmen unsere Zwiegedanken, in deiner Seele ruhte meine Welt. Und selig fühlten wir, die blind und kalt die Welt entzweien durch Lüste und durch Hehle, vereint als Lauterkeiten unsere Fehle. Durch dieses Blickes tiefe Lichtgewalt, denn Liebe ist die Freiheit der Gestalt vom Wahn der Welt, vom Bann der eigenen Seele. Gerade in diesem Sonett die beiden Terzette am Schluss, die sind, finde ich, sehr anspruchsvoll, denn darin ist die Rede davon, dass die Liebe vom Wahn der Welt befreit. Also Demel war der Welt zugewandt. Er hat sie mit vollen Zügen, kann man sagen, genossen. Und trotzdem ging es ihm darum, sie gestaltend zu ergreifen und nicht in den Bann einer eigenen, sozusagen niederen Seele und ihres Egoismus zu geraten. Er wusste, dass nur die Liebe von dem Wahn der Welt befreit und von dem Bann der ihr eigenen Seele. Aber ich glaube, dass Demel nicht zu denen gehörte, die die Materie und die Erdenwirklichkeit verurteilt haben. Das tun ja gerade leider auch viele Mystiker, weil sie nicht anerkennen können, dass die Materie, die Erde, der Mensch in Fleisch und Blut eine der genialsten Erfindungen Gottes ist. Das ist sie, das muss man wissen, das sind sie. Wir und die Erde, die Materie, ist für mich eine der genialsten Erfindungen Gottes. Und nur in dieser Materie war er möglich, dass hier Christus kommt und der Mensch zu der Freiheit gelangen kann, zu der wir alle unterwegs sind. Das Gedicht von Demel spricht ganz gewiss in keiner Weise irgendwie detailliert diese Gedanken an. Es ist sehr einfach gehalten, aber hinter dieser Einfachheit verbirgt sich das, was man dann zunehmend sehen kann, wenn man will. Ein Dichter kann in 12 Verse nicht eine Philosophie, eine ganze Theologie oder ein geistiges Gebäude hineinpacken, das geht nicht. Aber in dieser Schlichtheit kann dieses Gedicht in uns etwas auslösen, das uns die Bedeutung des Lichtes in der Nacht erfassen lässt. Ich wünsche noch eine gute Zeit.